Kapitel 36. Und die Häupter der Sippen der Söhne Gileads, des Sohnes Machirs, der Manasses Sohn war, von den Geschlechtern der Söhne Joseph, traten heran und redeten vor Mose und vor den Fürsten, den Häuptern der Sippen der Kinder Israel, und sprachen: Der Herr hat geboten unserem Herrn, dass man das Land den Kindern Israel durch das Los zum Erbteil geben sollte. Auch wurde ihm geboten von dem Herrn, dass man das Erbteil Zelophats, unseres Bruders, seinen Töchtern geben soll. Wenn diese jemand aus den Stämmen der Kinder Israel zur Frau nimmt, so wird das Erbteil unserer Väter weniger werden, und so viel sie haben, wird zu dem Erbteil des Stammes kommen, in den sie einheiraten. Also wird das Los unseres Erbteils verringert. Wenn denn nun das Erlassjahr der Kinder Israel kommt, so wird ihr Erbteil zu dem Erbteil des Stammes kommen, in den sie eingeheiratet haben. Also wird das Erbteil des Stammes unserer Väter um das verringert, was sie haben. Mose gebot den Kindern Israel nach dem Befehl des Herrn und sprach: Der Stamm der Söhne Joseph hat recht geredet. Dies ist's, was der Herr gebietet über die Töchter Zelophats. Lass sie heiraten, wie es ihnen gefällt. Nur sollen sie heiraten in ein Geschlecht aus dem Stamm ihres Vaters, damit nicht die Erbteile der Kinder Israel von einem Stamm an den anderen fallen. Denn ein jeder unter den Kindern Israel soll festhalten an dem Erbe des Stammes seiner Väter. Und alle Töchter, die Erbteile erlangen unter den Stämmen der Kinder Israel, sollen heiraten einen von dem Geschlecht des Stammes ihres Vaters, damit ein jeder unter den Kindern Israel das Erbe seiner Väter behalte und nicht ein Erbteil von einem Stamm an den anderen falle, sondern ein jeder soll festhalten an seinem Erbe unter den Stämmen der Kinder Israel. Wie der Herr es geboten hatte, so taten die Töchter Zelophats, Machla, Tirza, Hogla, Milka und Noah, und heirateten die Söhne ihrer Oheime aus dem Geschlecht der Söhne Manasses, des Sohnes Josefs. Also blieb ihr Erbteil bei dem Stamm des Geschlechts ihres Vaters. Das sind die Gebote und Rechte, die der Herr durch Mose den Kindern Israel gebot, im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho.